Du fragst dich, was du für ein Studium im Bereich der Informatik mitbringen musst, also nicht im Sinne von Hardware, sondern in Bezug auf Interesse, Vorwissen und Kompetenzen. Mit diesem Video möchten wir deinen Blick auf die Informatik etwas schärfen. Dafür haben wir Studierende der TU Graz zu uns ins Videostudio eingeladen und sie nach den Beweggründen für ihre Studienwahl befragt. Weil ich mag logisches Denken sehr gern und dieser ganze im Mathematikbereich, also mir macht diese Art zu denken großen Spaß. Nämlich hat es angefangen mit den Spielen am Computer. Irgendwann hat es nicht mehr gereicht und man hat sich gefragt, wie funktioniert das im Hintergrund eigentlich? So, I always liked more the problem-solving courses since I started school, usually mathematics. And then in high school I was able to get in touch with programming and I just liked it. I like the idea of having a problem and then being able to solve the problem on my own and deciding on my own which steps to use to kind of solve the problem. So. Also prinzipiell war es immer schon sehr großes Interesse, seitdem ich schon klein war. War ich sehr interessiert an technischen Dingen. Später hat sich herausgestellt, hauptsächlich informatikbezogene Dinge. Und ja. Ja, also die Studienwahl hat eigentlich in meinem näheren Umfeld keinen wirklich überrascht. Ich habe vorher schon in Oberösterreich ein Lehrling, die HTL für Informatik gemacht und davor habe ich mich schon eine Zeit lang mit Informatik und Computern auseinandergesetzt. Die Informations- und Kommunikationstechnologien haben unserer Welt ein neues Gesicht gegeben. Nicht nur, dass viele Errungenschaften der letzten Jahrzehnte ohne sie nicht möglich gewesen wären, sondern vielmehr, sie haben alle Lebensbereiche grundlegend verändert. Der Computer ist zu einem Teil unserer Gesellschaft geworden. Was du für ein Studium im Bereich der Informatik unbedingt mitbringen solltest, ist das Interesse oder die Neugier, hinter die Kulissen von Computer, Smartphone, Programmen, Apps und Co. zu blicken. Der Computer ist zu einem Teil unserer Gesellschaft und die Informatik zur bestimmenden Wissenschaft unserer Zeit geworden. Daher ist die Frage nach dem Was und Wie berechtigt und wichtig. Was ist die Informatik? Wie funktioniert das Ganze? Was ist dabei besonders spannend und wie lassen sich die Herausforderungen gut bewältigen? So regarding topics, I really like machine learning and data science. I always wanted to find out more from the data that I have. I want to find out like why is this happening in some odd areas. So I really like machine learning and data science, and this is why I actually chose my master's in these topics. So I'm majoring in data science. That is something I love the most. It's basically just the data analysis and data exploration. Just having some data set and being able on my own to kind of go through it, see what can I get from it, do some analysis on it, and then later on maybe some machine learning stuff on that. So. Also ich fand die Professoren irgendwie ein wenig ein Highlight, weil einige Professoren waren halt sehr, sehr sympathisch und man hat halt einfach Spaß gehabt in den Vorlesungen. Etwas, was ich davor in der Schulzeit nicht gehabt hatte. Das waren auf alle Fälle die Momente, wenn man eine LV geschafft hat, die als extrem schwer gilt. So Meilensteine im Studium. Wenn man das geschafft hat, dann fühlt man sich schon, ja, ich könnte das Studium vielleicht auch schaffen. Kleinere Highlights sind natürlich auch jetzt abgesehen vom Lernen, so Spritzerstandeln und die Bierstände im Sommer. Die helfen natürlich auch sehr bei der Motivation und ja. Ich würde sagen, es ist auch sehr viel Mathematik dabei. Also in gewissem Sinne ja. I would say yes. Ist Informatik mehr als Programmieren? Ja, definitiv. Definitiv. Absolut. Programmieren ist der kleinste Teil, würde ich behaupten. Das Verstehen von Konzepten ist wichtig. Ja, also auf jeden Fall. Also ich würde gern sagen, dass Programmieren das Werkzeug ist. Das muss man beherrschen, man muss programmieren können, aber es ist nicht das Hauptthema der Informatik. Wir stellen fest, die Informatik ist mehr als Programmieren. Es geht darum, effiziente Lösungen für Probleme aus den verschiedensten Bereichen zu finden. Die Informatik sucht nach Lösungen, die automatisierbar sind. Aber das ist leichter gesagt als getan und fordert vor allem Durchhaltevermögen, Teamarbeit und mathematisches Verständnis.
Also ich glaube, die größten Schwierigkeiten liegen vor allem zu Beginn, da die Umstellung von Schule auf Uni. Für viele ist gerade am Anfang das viele Mathematik und doch sehr theoretische Arbeiten nur ein Problem. Die Schwierigkeiten sind einerseits mal Zeitmanagement, also das ist, glaube ich, studiengangsübergreifend, dass man jetzt schauen muss, die Sachen zur richtigen Zeit fertig zu bekommen. Also Teamfähigkeit auf jeden Fall mitbringen, weil es sehr viele Lehrveranstaltungen und Übungen gibt, wo man eben in Teams zusammen arbeiten muss an verschiedenen großen und kleineren Projekten. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man verlässliche Personen dabei hat. Teamfähigkeit, super wichtig. Und wenn man es noch nicht hat, dann lernt man es sicher. Die Informatik wird häufig in 4 Teilgebiete aufgeschlüsselt. Es wird zwischen der theoretischen, technischen, praktischen und angewandten, auch interdisziplinären Informatik unterschieden. Das wird auch sichtbar, wenn du dir die Fakultät für Informatik und biomedizinische Technik oder die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Graz ansiehst. Es gibt insgesamt 23 verschiedene Institute, die sich mit mindestens einem der genannten Teilgebiete genauer beschäftigen. Jedes Institut bietet dazu auch spezifische Studien bzw. Lehrveranstaltungen an. Neben all den theoretischen und technischen Grundlagen tut sich auch die Frage auf, wie Menschen und Maschinen, im Speziellen der Computer, gut zusammenwirken können. Das gibt Anlass, darüber nachzudenken, was die Folgen der Technik für die Gesellschaft, für die Natur, für jeden Einzelnen von uns sind, was vertretbar ist und wo die Grenzen liegen müssten. Und vor allem, wie wir, die jeweils nächste Generation, auf all diese Herausforderungen vorbereiten können.